Hey Star Citizen Freunde, mein Name ist Doomhide. Heute erkläre ich euch das Freund-Feind-System in Star Citizen. Das ist auch sehr interessant für neue Spieler, die gerade erst mit Star Citizen angefangen haben und nicht wissen, wie es funktioniert. Wenn ihr also im Verse unterwegs seid und einen schönen Tag haben wollt, dann gibt es ein paar Sachen, die ihr beachten müsst. Zum Beispiel sind das die verschiedenen Zonen. Es gibt die waffenfreie Zone auf Port Olisa. Da könnt ihr keine Waffen benutzen. Und dann gibt es, wenn ihr weit genug draußen seid, Zonen, in denen ihr Waffen benutzen könnt und andere Schiffe oder Spieler damit abknallen könnt. Genauso ist es auch mit den Funksignalen. Seid ihr in der Nähe einer Funkstation, dann seid ihr in einem Bereich, in dem alle Verbrechen der Crusader Security gemeldet werden. Und dann kriegt ihr einen Crime Stat, also euer Fahndungsstatus steigt ein Level auf. Seid ihr dann außerhalb der Reichweite zu der Funkstation, dann könnt ihr natürlich machen, was ihr wollt, und keine Verbrechen werden der Crusader Security gemeldet. Jetzt denkt ihr euch natürlich, ist ja alles schön gut. Fragt euch auch, wie erkenne ich denn diese Bereiche? Und das ist ganz einfach. Wenn ihr unterwegs seid, dann habt ihr am HUD bestimmte Nachrichten, die eingeblendet werden. Da steht dann zum Beispiel Comlink established. Das heißt, ihr habt gerade die Reichweite einer Funkstation passiert. Verlasst ihr die Reichweite wieder, dann steht da Comlink lost oder Comlink down. So viel zur Theorie. Dann würde ich sagen, dann demonstriere ich euch das Ganze mal und wir suchen uns eine Station mit einem Spieler, den wir dann abknallen werden. Da haben wir auch schon einen Spieler. Ich würde sagen, liefern wir uns mal einen kleinen Kampf mit dem und gucken, was passiert. Haben wir es geschafft, der Spieler ist tot und wir haben unseren Crime Stat bekommen. Das heißt, unsere Fahndungsstufe ist um 1 erhöht worden. Contact, contact. Definitely not friendlies. Da wir natürlich in der Reichweite einer Funkstation waren, die auch noch online ist, wurde unser Verbrechen sofort der Crusader Security gemeldet. Jetzt müssen wir auch erstmal die aus dem Buch schalten. Mensch, die Crusader Security setzt uns aber ganz schön zu. Na, hoffentlich überleben wir das auch. Okay, den Kampf haben wir nicht überstanden. Aber hey, dann geht's halt beim nächsten Mal weiter. Jetzt wachen wir wieder auf und denken, oh halt, was ist das? Irgendwas stimmt hier nicht. Sieht irgendwie anders aus, wie wir es von Port Olisa gewohnt sind. Na jetzt, müssen wir erstmal gucken, wo wir sind. Wir sind auf der Grimmick-Station aufgewacht. Hier starten alle Piraten, Verbrecher und Abtrünnige das Spiel neu und müssen jetzt als Gejagte im Verse klarkommen. Jetzt gibt es Spieler, die denken sich, na was soll's, dann habe ich halt Crime Stat, dann werde ich halt gejagt, ich komme schon klar. Andere denken sich aber wiederum, ach, verdammt, das wollte ich gar nicht. Jetzt möchte ich unbedingt den Crime Stat wieder loswerden. Was soll ich nur machen? Da gibt es nur eine Lösung. Wir müssen uns eine Sicherheitsstation der Crusader Security suchen, dort das Sicherheitsterminal hacken, um unsere Weste wieder reinzuwaschen. Also, auf geht's nach Security Post Carrier. Achtung, jetzt noch ein ganz wichtiger Fakt zur Grimmick-Station. Außerhalb der Grimmick-Station ist eine Waffenzone.
Das heißt, hier kann man ohne Probleme von anderen Spielern abgeknallt werden. Also nehmt euch in Acht. Rennt am besten schnell zu eurem Raumschiff, sichert die Umgebung und fliegt weg. Anvil Aerospace. All systems online. Quantum travel engaged. Beim Security Post Carrier angekommen, geht es um Geschwindigkeit. Am besten ganz schnell zum Terminal in der Mitte der Station laufen, hacken, sich verstecken und nicht abgeknallt werden. Ist der Hack erstmal gestartet, kann er von jedem anderen Spieler unterbrochen werden, oder wenn der andere Spieler euch tötet, dann müsst ihr alles wieder von vorne beginnen. Puh, Glück gehabt. Keiner hat uns aufgehalten, der Hack ist complete, der Crime State ist gelöscht und wir können uns wieder frei im Börs bewegen. Ich hoffe, ich konnte euch einige Fragen beantworten. Ich danke euch fürs Zusehen. Euer Doomhide Explorer Germany.